Da sind wir wieder mit Little Nightmares. So, wir haben aufgehört gerade bei, wir haben die Puppe kaputt gemacht. Ich reg mich immer noch drüber auf, dass ich die erste Puppe nicht auch einfach weggeschmissen hab. Ja, kacke. Jetzt weiß ich nicht, gehe ich hier oben lang oder gehe ich unten lang? Unten sieht's auf jeden Fall nicht so gefährlich aus. Ich glaube, das ist ein Nebenweg. Oder vielleicht treffen wir da Pilzi wieder. Ich weiß nicht. Ich gehe mal lieber erst da lang, weil da oben war es gefährlich. Die Tür wollte einfach hinter mir zufallen. Zum Glück hat sie mich rausgekickt. Das war ja echt nett von ihr. So, hier kommt man unter Umständen aber auch nicht zurück. Da ist Pilzi. Oh, der guckt sich gerade ein Familienfoto an. Hab dich! Siehste? Das ist Pilzi. Mein ehemals bester Freund. Ich habe den gerade einen Kuss, glaube ich, sogar gegeben. Das hat sich so. Ich pack den am Schlafittchen. Ist das Blut auf dem Boden? Hey Pilzi. Ich weiß nicht, wehrt der sich oder? Ich zünd dich an. Oh Gott. So oben an der Spitze. Es gibt doch auch diese Duftpyramiden. Die zündet man doch an der Spitze an und dann schwelen die so vor sich hin. Das ist Dufti. Das ist gar nicht Pilzi. Der hüpft mit. Also ist ja echt knuffig gemacht. Aber kommst du hier hoch, Pilzi? Der macht schon wieder Auge. Pilzi, sag mal, muss ich dich jetzt werfen? Ja, guck mal, forever together, wir sind das beste Team, wow. Und los. Okay, dann vielleicht so. Schon wieder fast ins Feuer. Also ich glaube ja. Kann der da nicht hoch? Ich bitte sie. Ich muss doch Pilzi. Irgendwas muss ich mit ihm machen. Da ist das Auge. Krieg ich den da durchgeworfen? Schön gegen die Wand geworfen. Der steht da drauf. So. Komm schon nach oben. Oh Mann! Nee, ich glaube, ich muss den hier irgendwo hinwerfen. Vielleicht gegen das Bild. Dufti, du musst loslassen. Patsch. Nee, ich glaube, man muss den echt anzünden. Okay, jetzt. Ich habe einen Pilz und ich werde ihn benutzen. Ja, also. Tja. Okay, Pilzi. Ich versuche nochmal den jetzt hier auf diesen Aktenschrank auf der anderen Seite zu werfen. Irgendwie. Ich will jetzt nicht. Ui. Ich will jetzt nicht akzeptieren. Oder kriege ich den von hier auf die andere Seite geworfen durchs Loch? Warte mal einmal gegen das Auge noch. Okay, da bin ich zu nah dran. Jetzt so ein bisschen Abstand nehme. Flap? Guck mal, richtig gefühlvoll. Sieht so aus, als hätte er Angst. Da lang oder da lang? Ich werfe ihn da lang. Weil der ist ja gerade hier reingelaufen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ihn zurückzunehmen. Obwohl, hier ist ein Auge an der Wand. Vielleicht heißt das, ich soll Pilzi ins Auge werfen. Ich opfer ihn.
dass das passt. Jetzt wieder so ein Moment beim Stream, dann würde ich einfach sagen, so los, sag immer was dazu. Dann müsste ich mich nicht entscheiden. Niemand denkt sich so, oh Mann, das ist doch voll klar, tu den doch einfach dahin. Weißt du, das wäre alles einfacher. So nach unten greifen? Nein. Aber das sah oben echt aus, als hätte der Angst vor dem Auge gehabt, ne? Ich mach nochmal. Da. Jetzt versteckt er sich. Der hat echt Angst vor dem Auge auch. Boah. Und los. Oh nein. Ja gut. Dann. Warte, kann ich irgendwas ziehen? Ach, vielleicht kann ich den Karton von da oben runterziehen. Das habe ich natürlich noch gar nicht versucht. Nein, so war das jetzt nicht gedacht. Nee, der hält sich nur so fest. Vielleicht folgt mir Pilzi ja irgendwie. Oder ich komme nachher von oben. Ich frage mich auch, was das für eine Leiche da unten ist. Sind das auch so kleine? Sieht aus wie so kleine Wirs. Was sind wir wohl? Ach ja, wir sind Gollum. Deswegen gibt es nur noch einen, weil da so viele böse Augen waren. Naja, wir lassen den Pilz jetzt erstmal Pilz sein. Der war richtig cool, der Move. Okay. Oh. Nein. Ich kann ihn doch bestimmt irgendwie ablenken. Oh. Zurück geht dann wohl nicht mehr. Mal gucken, hier sind noch Kinder. Die leben noch? Was war das denn? Hallo? Niemand weiß, was das war. Okay, diese Kinder leben noch. Aber das sind auch richtige Kinder. Wir sind wohl was anderes als diese Kiddies. Ist hier irgendein Versteck oder was wollt ihr mir damit sagen? Okay, Gitter kann man immer hochklettern, das wissen wir jetzt. Und diese Kindermusik auch noch dazu. Das hier sieht aus wie der Anfang. Ist nur ein bisschen was anderes. Oh nein, Ratti ist auch noch hier. Das ist mein zweiter bester Freund. Ich habe Durchfall bekommen. Oh Mann, nun das gerade jetzt. Oh, wo ist das Klo? Beeilung. Oh, oh Gott. Oh, da kommen schon die ersten Pupse. Ja, in so einer Situation. Klar, in vielen Spielen passiert das einfach nicht. Oh Gott. Die beschäftigen sich halt nicht mit den Krankheiten, ne? Aber klar, auch in so einer Situation. Da kann das halt passieren, dass man Durchfall bekommt. Ach. Ja, Brot, das stopft gut. Oh, hoffentlich geht's schnell weg. Ne, wenn man keine Laugenstangen hat, nimmt man, was man kriegt. Aber die ist cool. Hallo, hallo? Muss ich mich nicht vor dir verstecken? Du bist nett. Du hast mir gegen meine Krankheit geholfen.
Ich mag dich. Okay. Ja, dann bleib weiter sitzen. Klar. Du musst nicht mit mir reden. Das ist auch gar nicht gruselig, wenn du da sitzt und so wippst. Klar. Alles gut. Oh nein. Ein Strick schon wieder. Ja, Little Nightmares. Die kleinen Albträume. Jetzt frage ich mich, wessen Ängste thematisieren die? Jedermanns Ängste? Oder... Oh, mein Magen grummelt immer noch. Puh, also Darm, wie auch immer. Wessen Ängste? Ich kann die verschieben. Das heißt ja wahrscheinlich auch schieben, ziehen. Ach, vielleicht kann ich das da aus- oder einschalten und irgendwas bewirken. Ich weiß halt gar nicht, was man hier so vielleicht alles machen kann oder worauf das Spiel abzielt. Also klar, es sind halt Rätsel, aber inwiefern, also wie weit gehen diese Rätsel? Ich probiere es jetzt einmal. Mac. Ja, okay, wenn er nicht über diese Kante kommt, dann hat sich das schon erledigt. Okay, hier kommt er auch nicht über die Kante. Jetzt die Sache, kann ich ums Eck springen quasi hier dann in das Fenster rein? Bringt mir gar nichts. Ja, dann lassen wir das auch. So, das heißt, den können wir auch nur bis hierhin ziehen. So, das Kabel geht nach oben. Ist ja fast wie bei Assassin's Creed hier. Oh nein! Reflexe wie ein Dschungelbaum. Auf? So, nein, okay. Oh, ich hätte vielleicht warten sollen, bis der in meine Richtung schwenkt. Aber das habe ich natürlich gar nicht nötig. So. Das ist schon echt vorteilhaft, so winzig zu sein. Ich stelle mir das ja immer bei Essen so geil vor, ne? Wenn man so winzig ist und auf einmal ist ein Sandwich nicht nur so groß wie zwei Hände von dir, sondern einfach so groß wie dein Körper. Und dann kannst du das einfach wegsnacken. Ja, ich träume schon wieder. Sorry. Little Nightmares. Mein kleiner Albtraum ist, dass ich riesig bin und alles Essen ist nur noch klein. Oh mein Gott. So, ist das ein zu tiefer Sturz, wenn ich jetzt einfach mal hüpf mache? Oh nein. Wow. Oh Mann, ich glaube, das ist nicht jugendfrei. Der ist einfach Doc auf dem Boden und war tot. Armes kleines Würstchen. Naja. Oder sind wir vielleicht dieser kleine Albtraum? Ach, guck mal, hier ist doch sogar ein Eimer. Sind wir ein kleiner Albtraum? Ein kleiner, böser Albtraum von diesen kleinen Kindern? Schleichen wir uns nachts in deren Zimmer, machen böse Geräusche, verstecken uns unterm Bett? Das würde diese Sache mit dem Monster unter dem Bett erklären. Weil der passt da auf jeden Fall rein. Ich fand es ja immer unrealistisch, dass irgendwelche großen bösen Monster unterm Bett stecken sollten. Weil, ne? Ich habe da als Kind nicht mal richtig drunter gepasst. Ja, okay, vielleicht lag es auch daran, dass ich fett war. Ja. Warte, darüber kann ich doch auch noch. Also ich versuch's. Oh nein. Ah, ich hab's überlebt. Gut. Nur ein kleiner Knöchelbruch. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. Das sah echt aus. Ich weiß nicht, das sieht aus, als kommt man darüber, oder? Sag mal was dazu. Ich hab das Gefühl, man kommt darüber. Aber zur Not
kann ich auch ein bisschen hochklettern, ne? So. Okay, aber nein. Doch nicht, wenn man so nach hinten guckt, oder? Ich weiß ja nicht. Und hüpf. Ja, okay. Ich habe gerade vollen Körpereinsatz geleistet. Wofür ist diese Leiter gut? Kann ich die runterschmeißen vielleicht? Das wäre natürlich was. So. Was machst du? Dafür müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen trainieren. Ach, guck mal. Jetzt kann ich nach rechts. Und nach links. Peng. Ach so. Und wenn ich jetzt so mache und ganz schnell darüber renne und hüpf. Ja. Oh. Oh nein, ich jetzt. Oh ja. Oh, okay, war nicht. Wie sage ich immer so schön, ich bin eher so der Macher. Ich mache einfach, auch wenn es dumm ist. Also, das macht meistens mehr Spaß. Ach, guck mal. Okay. Zieh. Oder den hier? Ja, guck mal. Diese Steuerung ist sehr wild für mich gerade so. So, machen wir uns hier eine kleine Treppe hin. Und los. Ah, so. Also, ich finde auch gut, dass man hier nicht so ein einzigen linearen Weg hat. Man hat halt mehrere Möglichkeiten und das finde ich zum Beispiel auch schwer. Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich richtig? Ist das vielleicht... Oh nein! Dufti! Bin ich richtig oder... Ja, guck mal, ich habe ihn befreit. Keine Angst! Boah, ich krieg dich. Jetzt reicht's mir. Ja. Bin ich richtig oder mache ich gerade irgendeinen Nebenweg oder so? Das finde ich halt echt... Gar nicht schlecht. Okay, dann soll es wohl so sein. Dann mache ich jetzt einen Körper da dran. Nein. Oh nein, jetzt, warum bin ich jetzt oben aufgewacht? Ich habe extra unten aufgewacht. Ich habe extra die Lampe angemacht. Ihr macht mich fett. Ich muss doch jetzt nicht diesen kompletten Weg zurück. Das, nein. Das möchte ich nicht einsehen. Aber vielleicht treffe ich Pilzi ja wieder. Nein, ich will jetzt nicht diesen ganzen Weg zurück. Oh. Ach, ich habe das Licht ausgemacht. Okay, dann sind die Little Nightmares wohl doch diese kleinen Dinger. Vielleicht so diese Blutegel und sowas. Ach, hier komme ich ja jetzt auch lang. Habe ich jetzt irgendeinen Nebenweg verkackt? Oder habe ich einfach nicht verkackt? Hätte ich einfach bis unten fahren sollen? Ach ja, wir sind ja auf dem Schiff sehr wahrscheinlich, ne? Oh Gott, geh zurück in den Schatten. Ja. Ja. Ehrlich? Ich wollte schon sagen. Oh Mann, und jetzt verändert sich der Schatten auch noch. Boah, renn, renn, kleiner Mann. So.
möchte. Nur bloß schnell hier raus. Flap, 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 flap. Nein. Ach so. Ja. Wie gesagt, das ist halt der Vorteil. Ach so. Das ist der Vorteil, wenn man einfach macht. Komm, 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 komm. Bei sowas ist man dann schnell durch. Pilzis. Warum rennen die weg? Oh, das Gefängnis abgeschlossen. Ganz schön düster hier. Da hängt auch so ein Auge. Das allsehende Auge. Welches Auge soll das symbolisieren? Also irgendein allsehendes Auge schon, aber was religiöses. Oh Mann, ich weiß nicht, soll ich hier rein? Ich gehe einfach mal hier rein. Gehe ich hier einfach mal rein? Komm, ich gehe hier einfach mal rein. Hey Pilzi, warum rennt ihr weg? Ihr müsst keine Angst vor mir haben. Oh, Speicherpunkt weggeworfen. So, noch zwei Klimmzüge. Immer wieder zwischendurch, das ist wichtig, damit man fit bleibt. Ach, jetzt muss ich bestimmt jetzt hinstellen. Ich bin was Besonderes, ich speichere hier auf dem Boden, nicht da oben. Sieht aus wie eine Tür. Umsehen kann ich mich ja auch. Ach, guck. Ja, mein Adlerauge. Aus Versehen. Reichst du als Gewicht? Ja. Mir reicht auch, kleiner Mann. Oh Mann, jetzt will ich eigentlich wieder die Treppe hochgegangen sein. Das sieht aus wie ein riesengroßes Auge. Einfach mal drauf drücken. Also von hier aus können die Kinder beobachten. Die schlafen. Kann man hier das Programm wechseln? Ja. Pilzis. Das ist die Frau aus dem Intro. Ist die böse? Ist das quasi die Oberchefin hier? Das werden wir wohl alles noch erfahren. Wo ist Pilzi denn jetzt schon wieder hingegangen? Wo kam der her? Ach, die haben sich hier hinter versteckt. Die kleinen Schweinchen. Auch glaube ich für nichts gebrauchen. Gucken wir mal, ob Pilzis jetzt wieder hier sind. Kann entkommen. Warte, ich mache hier zu. Bleib. Puh, ganz schön wild. Ach, Pilzis. Ey, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich.
Oder zeigen mir Pilzis, wo. Wo ist der denn jetzt hin? Hier rein. Ach, ne, hier war. Ach so, ich glaube, ich. Reicht's, wenn man die einmal knuddelt, so am Abend? Hey, ich hab dich lieb. Oder muss man sie töten? Soll ich die runterschmeißen? Nein. Ich weiß nicht. Scheint nicht, als hätten wir viele Freunde. Da sollte man die Freunde, die man hat, behalten. Aber da waren doch gerade noch zwei. Egal, komm mit. Komm mit, Pilzi. Wie hat er das denn gemacht? Also. Was ist das denn? Ehrlich, jetzt fange ich wieder unten an. Ach so, ja, okay, weil ich hier runtergefallen bin. Ich denke mal, das wird, da hängt ein Eimer. Das wird die Intention sein. Wofür macht man die Lampen an? Also ich finde, das hätten gute Checkpoints sein können. Aber egal. Ich will wieder hier Pilzi umarmen. Jetzt ist der Firma tot. Verdammt! Vielleicht bin ich auch nur ein Mutantenpilz. Und die finden mich komisch, weil ich halt nicht so aussehe wie sie. Und ich wurde verstoßen. Können gehen wir uns mal eben die Hände waschen. Entschuldigung. So, den kann ich einfach verschieben. Ach so, das, diese Wand bewegt sich. Ich glaube, ich habe jetzt so eine gewisse Zeit. Hier werden die also auch ins Bett gefesselt. Hier sind überall Bilder. Rechts Bild mit diesem dicken Gegen. Pilze. Was, wie das Auge aussieht und dann da links. Ich weiß nicht. Er hat eine Mütze auf oder ihm fehlen die Augen. Ziel ist es, den Schlüssel zu holen, aber. Ach, guck mal da. So, das kann ich. Ich will hier alles kaputt machen. Wow. Oh Gott, der Schlüssel ist in der letzten Ecke gefangen. Ich hoffe, da sind Kekse drin. Glück gehabt. Sagt, ich hätte einen aufgehobenen Schlüssel. Ich mag es barfuß durch Scherben zu laufen. Yippie! Man braucht sich den Schlüssel. Zurück. Ne, dann nehme ich den mal weiter mit nach vorne. Ich finde es ja echt schwierig zu entscheiden, was notwendig ist und was nicht. Aber gut, das ist gut. Okay. Mir gefällt es, wenn man nicht so eine strikte Reihenfolge hat, was halt 90% der Spielen so ist, dass man genau weiß, okay, ich muss jetzt da lang, jetzt muss ich da lang, jetzt muss ich da lang. Und
Sowas finde ich gut, wenn man sich nicht sicher ist. Soll ich jetzt erst hier lang gehen oder ist das ein Nebenweg oder kriege ich hier nur eine Puppe? Weil ich bin einer, ich mache gerne alles. Und das macht halt einen gewissen Reiz aus, quasi nicht zu wissen, ob es das Richtige ist, was man tut. So, aktiviert und jetzt mal hinstellen. So. Halse. Soll ich den jetzt dagegen werfen? Soll ich? Das war zu einfach. Aber naja, nach so einem Affentheater beende ich die Folge lieber erst einmal und wir sehen uns beim nächsten Mal.